Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Deliver Us the Moon. Ja, wir sind gerade bei Rolf Robertson in seinem Zimmer. Reminder. Was hat er hier? New Code is 2539. Für was denn? Den haben wir mitgenommen. Er hat noch ein paar interessante Modelle hier. Nicht nur vom Hubble Space Telescope, sondern hier hat er auch noch... eine Saturn V Rakete hat er auch noch. Und was hat er hier? Ein Kabel. Neuer. Auch so eine Brille. Mhm. Da unten hat er wohl geschlafen. Was hat denn er für Zeitschriften hier? Moonman, First Contact. The astronaut docks into a rundown space station. Aha, so wie wir. On his way to the moon, so wie wir. In it he discovers clues of an old friend. Wir suchen das von unserer Schwester. Convinced that they may still be alive on the moon, he doubles his efforts to reactivate the space elevator in a race against the time. In a race against time. Das ist genau das, was wir machen. Ah, ist ja nett. Was hat er hier noch? Kann nicht so genau erkennen. Fusion Energy. Oder da als Buch. Dann gucken wir uns doch mal die Erde an. Our beautiful blue pearl, 1969. Ah, ist auf beiden Seiten drauf gedruckt. Interessant. Ja, das war sie mal, die Erde. Maintenance saves lives. Never go out without ASE by your side. The Copernicus Moonhub Maintenance Wing has all the tools and experience required for your ASE demands. Microwave power transmission. The MPD is keeping our families alive. Do not let it go offline. Every day we work for the safety of our loved ones. Maintenance can save your life. Report any structural damage to the closest maintenance supervisor as soon as possible. It is in our duty. Wie war das mit dem Code 2539? So, was haben wir hier? Connecting Moon with Man. For Humanity. For the Future. Aha, da kann man den Aufzug nach unten auf den Mond sehen. Die Monitore zeigen alle nichts mehr Vernünftiges an. Ah. Orion Wing, Research and Development, Rolf Robertson. Soda. Auch klein und grün. Was haben wir hier? Konsole, die danach schreit, dass man sie benutzt.
Ich schätze mal, hier brauchen wir noch irgendwas. Diagnose, MPT. Hier ist ein Space Station MPT. Ja, Connection to MPT. Lost. Offline. Contacting Moon Hub. No connection with Moon Hub. Space Elevator to Moon Hub offline. Additional energy required. Rotate Station for additional power. Station Rotation offline. Was ist denn das hier? Und hier ist auch irgendwas sehr interessant. Scheint extrem spiegelig, diese Oberfläche. Was haben wir hier? Feature Checklist, Sarah Baker, ASE Remote Control Update, ASE Human Behavior Update, Robot Arm Software. Hologram Playback fehlt noch, Astro Tool, Space Elevator, Weekly Maintenance. Ah, nicht gemacht. Ask Ralph to answer Maria's message. Dishes on Tuesday. Sarah Baker. 10.09.2054. Council Member MacArthur. In the past few months, my team and I have encountered problems with construction material shipments. We were supposed to be finished with the Orion Wing by now. But again, we've missed our milestone due to shipments being repeatedly cancelled. When can we expect the Lunar Council to approve further shipments? Sarah Baker, Pearson Station Lead Engineer. Engineer Baker, the Lunar Council has decided to shift resource priorities around because of new construction on the moon. For the time being, I recommend you make do with what you have. We all do down here. William MacArthur, Lunar Council. Council Member MacArthur, new construction? Is the Eugene's facility finally being prepared? It's about time the place opened up again. There's too much knowledge buried there since the cryosleep malfunction. Suffice it to say that while the construction project is classified, it does not concern Eugene's. Access to the Eugene's research facility remains restricted until further notice. Das wollten die vermutlich gar nicht mehr wissen. Die Tastaturen sind ja schon cool irgendwie. Aber auch sehr spiegelig. Oh, begin Object Class. Eieiei, Script. Tja, irgendwelche Leute, die hier besser drauf sind im Programmieren, können damit vielleicht was anfangen. Was haben wir denn hier Schönes? Blick auf die Erde. So, kann man es mal ein bisschen besser sehen. Das ist die Antenne. Und hier geht dann der Aufzug nach unten. Ah, coole Computer haben sie auf jeden Fall hier. Evacuation procedure. In case of an emergency, please pay attention to the following guidelines. Space station evac note. Travel to Moon Hub, full elevator lockdown. You have plus minus 1 hour before departure. Please leave your possessions behind. Moon Hub evac notice. Travel to space station, full elevator lockdown. You have plus minus 1 hour before departure. Please leave your possessions behind. Make sure to wear a spacesuit. If both facilities are in emergency state, report to your station operator for evacuation instructions. Backside Pearson Copernicus Elevator Evac Notice, WSA, World Space Agency.
In case of an emergency, please pay attention to the following guidelines. All personnel assemble at orbital elevator for facility evacuation. Space Tech Magazine. Reflections on the Eugen's cryosleep malfunction. An interview with Dr. Rosa Lavert. This edition, we interview WSA Lunar Council member Dr. Rosa Lavert about the cause of the 2048 Eugen's cryosleep malfunction and how we can avoid this type of catastrophe in the future. Ja, sie haben es wohl nicht mehr benutzt. Das ist die Lösung, die sie hatten. So. Was haben wir hier? Nochmal ein guter Blick auf den Mond. Die Anzüge wurden nicht benutzt. Hier fehlen zwei. Airlock. Oh. Ein Plasma-Cutter. Das war's verschlossen. So, Locks cleared, airlock doors operational. Tja, dann geht mir vermutlich gleich wieder die Luft aus. Dann cyclen wir das mal. It appears that the plasma cutter can be safely removed from the servo arm and then attach to a socket on the right hand glove. Ja, machen wir doch. Ooh, very nice. Jetzt dürfen wir das auch gleich ausprobieren. Wird es auch schon angezeigt. Bitte hier cutten. Da kann man noch uns O2 holen. Was haben wir noch? Das hatten wir gerade. Na, da gibt es noch schöne Blicke nach außen. Ah, das ist leer. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier weiterkommen. Weil die Zeit läuft. Ja. Gibt's hier wieder Sauerstoff? Ground control to
signal to Fortuna 1. We're still not reading anything from the MPT. Is everything under control up there? Naja, so mehr oder weniger. Haben wir hier noch was, was wir aufnehmen könnten? Nee. Glauben nicht, oder? Ja, das ist alles so schön hier, mit der Station, die man sich so anschauen kann. Dass man ein bisschen vergisst, dass wir nur noch 1 Minute 30 haben. Dann machen wir das noch schnell auf. Airlock. Ja, Maske aufziehen, sonst geht einem der Sauerstoff aus, heißt das. Copy that. Do you think we'll finish construction anytime soon? Was the council claiming more supplies each week? I doubt it. I'm surprised we got this past MacArthur in the first place. Yeah. Hey, listen, I'm getting strange readings here from the lunar surface. Are you seeing anything? Just wrapping up. What the hell? All the lights are shutting down. Are you alright, Wolf? What just happened? I can't see a thing. Everything is dark out here. We lost power from the MPT. The whole station is down. Can you find your way back to the airlock? Negative. I don't have a visual. Right. I'm sending Alex to block the airlock doors. Do you see him? I see his flashlight. Heading back to the airlock. What's going on? Everything on the surface is dark. Wolf, not now. What's your ETA? 10 seconds. Make it faster! Once the airlock seals, you'll be locked out. Alex is blocking the door for you, but he can't hold it much longer. Deep in the night, while Sarah monitors Rolf as he works outside of the Orion wing, she catches a strange signal coming from the lunar colony, recorded on the 23rd September 2054, 1 minute before the blackout. Ah, hier habe ich was nicht gefunden. So wie das ausschaut, hätte ich das vielleicht schon finden sollen. Ein Helm. Na, da ist der Rest vom Anzug. Ja, jetzt sehe ich meinen eigenen Helm da drin noch. Ah, das ist echt schön. So, mal hier. Sheets and Blankets, Pack 3267. Was haben wir hier? Small. Large. Box. Small. Kann ich nicht lesen. Ich schätze mal, diese Löcher hier sind für diese Drohnen, die man da haben kann. Von denen wir schon mal ein Bild gesehen haben. Den ASI. Order Request Form, Order Denied. Destination Pearson Station, Request Orion Wing Expansion. Life Support Extension Panel 1, Oxygen Ventilator Monitor, Oxygen Ventilator Motor 3, Oxygen Ventilation Pipes, Pressure Roof 5, Hull Isolation Material 20 Meter Roll 4, External Hull Shielding 90 Degrees Bend 4, Internal Hull Component Prefab 4, Cryosleep Hibernation Port Eugens 1, Power Cell Refilled
Zoon Electronics 1. Name Sarah Baker, 2708-2054, order denied. Reminder, all construction material orders need official Lunar Council supervision and approval before shipments are sent delivered. Questions or complaints can be deposited at your WSA lead or sent to order@worldspaceagency.com. Signed by Council Member William MacArthur, Department Director, Chief of Security. Oder man kann es gleich in die Mülltonne geben. Wird vermutlich auch von so einem Bot wie bei irgendwelchen Videoplattformen beantwortet. So. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Try Vibes. Da gibt es noch mehr von den Dry Vibes. Die Small irgendwas, von denen gibt es hier auch noch mehr. Ey, 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 ey. Das Regal ist umgefallen, war nicht richtig befestigt. Muss man natürlich aufpassen. So. Orion Wing Plate. So operational, the Pearson Space Station was never completed. Sarah and Rolf oversaw construction of the final wing until Lunar Council member MacArthur suspended shipments of material, such as this panel, diverting all resources to a classified project on the moon. The dark side of the moon. Können wir mal dahinter schauen? Ja, okay. So sieht dieses Panel von hinten aus. Das sind die ganzen Befestigungen. Sie befinden sich hier. Das sieht nicht gut aus. Life Support System. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Ey, ey, ey. Naja, dann benutzen wir mal unseren Cutter. Cut in Emergency. Wir haben ja eine Emergency. Okay. Kann man vorher den Strom nicht irgendwo abschalten? Das sieht mir doch arg gefährlich aus hier. Oder bin ich da jetzt schlank genug, um da doch zu kommen? Ey, 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 I have a bad feeling.
Tja, da hat mich das Spiel zurückgesetzt. Wir sehen uns gleich wieder an der gleichen Stelle. Okay, da sind wir wieder. Kann ich hier eine Sicherung rausdrehen? Nö. Also, dann sind wir wieder hier. Gibt es hier einen anderen Weg, den ich nicht gesehen habe? Bin da nicht durchgekommen. Na, ich wusste aber auch nicht, wie man das machen soll hier. Vielleicht so rum. Nicht sicher. So, haben wir den Strom abgestellt. Sind wir gerade noch durchgekommen? Ja, dann können wir wohl zurück. Ja, so die super Methode ist es ja nicht. Da ist wohl irgendwas kaputt gegangen hier. Aber was hätten die Kabel ansonsten gemacht? Die wären ja dann immer im Weg gewesen. Naja. Was ist das denn? Wassertropfen, oder? Ja, es könnten Wassertropfen sein. Oder irgendeine andere Flüssigkeit. So, da ist die Tür. War das hier irgendein Raum, in dem sie was gefilmt haben? Mikrofone auf beiden Seiten? Naja. Werkzeugkasten können wir aber nicht öffnen. Provide power to the station rotation engine. Find the rotation engine in the maintenance area. Reach Arias Wing through the Orion Wing. Check the station's connection to the MPT network and appears in Space Station. Da kann man sich wieder so ein Energieteil rausziehen. Und die müssen dann wohl hier rein. Kann man die drehen? Ziehen wir mal den raus. Können wir die durchschneiden. Aber ganz schön brutale Methode.
So, nu? Kann ich mir den schnappen? Life support energy supply at 40%. Ich darf mir also aussuchen, was ich benutze hier. Jetzt ist Life Support schlechter geworden. Super. Life support energy supply at 20%. So. Wenn ich dann den rausziehe, werden wir gar nichts mehr haben für Life Support. Und dann cutten wir die mal. Naja, auch alles kaputt zu machen, ist, ob das so die beste Methode ist. Wissen wir nicht. Tja, dann können wir uns da also durchfriemeln und versuchen, da den letzten rauszubekommen, den hier reinzustecken, und dann muss man es versuchen, innerhalb vermutlich von 2 Minuten das Ganze wieder zum Laufen zu bekommen, dass wir genügend Energie dann haben. Ja, das wollen wir aber nicht mehr heute versuchen. Ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.